wieder lenken. Auf gar keinen Fall. Maschinenkontrolle! Überlebender in Gefahr. Nachladen. Legendären Pistolero-Schwarzstiefel Ayers fasziniert. Ich bin hier mit einem seiner größten Fans, der außerdem bekannt ist für seine Cosplays. Wie war nochmal dein Name? So ist es. Erzähl den Leuten zu Hause, was dich an der Pistolero-Kultur so interessiert. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sind gleich zurück. Das könnte die letzte Aufnahme sein. Wir sollten uns weiter umsehen. Überlebender in Gefahr. Leben retten. Spitze! Noch ein. Hilfe und bis bald. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Überlebender in Gefahr. Weitere Gegner im Anmarsch. Wird noch einer. Halt dich gut fest. Das könnte unschön werden. Also, immer wenn ich unterwegs bin, jamme ich gern mit den örtlichen Schlagzeugerlegenden. Und heute gibt es einen besonderen Leckerbissen. Er hat quasi im ganzen Land Clubs mit seinem Talent abgerissen. Und heute liefern wir uns ein Duell in einem kompromisslosen Schlagzeug-Inferno. Und das beginnt jetzt! Er ist soweit gekommen. Suchen wir weiter. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Bis bald. Überlebender in Gefahr. Wieder ein Leben gerettet. Überlebender in Gefahr. Anmarsch!
fragten Sid und Lars so, wie kann Anthony noch am Leben sein? Das erschien mir wirklich total gefühllos. Aber im Ernst, wie kann er noch am Leben sein? So, das wäre die Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daraus soll ganz schnell eine Serie werden. Denn ich bin dem legendären Pistolero Schwarzstiefel Ayers dicht auf den Fersen. Bis dahin, auf dass der Beat nie versiegt. Menschen, weniger Leichen. Was will man mehr? Weiter so!
Minuten. Danke. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Thank you.
Ich habe das sehr ungute Gefühl, dass er da einen sehr realen Albtraum jagt. Und wenn der Reiseführer recht hat, ist er auf dem Weg nach Leichenstein. Wir müssen vor ihm dort ankommen. Wenn wir uns mit der aufgedonnerten Version von Schwarzstiefel Ayers auseinandersetzen sollen, dann sollten wir uns lieber vorbereiten. Ich habe das ganze Brutal nach allem abgesucht, das ich über Ayers finden konnte. Der hiesigen Legende nach hatte Ayers, nachdem er den Gesetzeshütern ein paar Mal nur ganz knapp entkommen war, einen chronischen Galgennacken. Dadurch konnte er weder nach oben sehen, noch nach rechts oder links. Der sicherste Ort während eines Überfalls von Schwarzstiefel Ayers war deshalb direkt oberhalb seines Sichtfelds. Oder direkt links oder rechts von der Hauptstraße. Während Ayers in der Stadt wütete, versteckten die Einwohner sich oft in Wassertürmen. Durchsuchen wir diese Türme.